Der Herbstklassiker läuft. Graz Marathon 2017. In diesem Jahr mit einigen Neuheiten. Auf der einen Seite wollen wir das Wochenende im Oktober, 6. bis 8. Oktober, auf 3 Tage ausweiten, dass wir auch die Läufer mit kurzen Distanzen ansprechen wollen. Das Zweite, wir wollen über das gesamte Jahr Aktionen setzen, um Läufer, aber auch noch Nichtläufer, sprich kommende Läufer eventuell, abzuholen mit gewissen Vorbereitungsaktionen. Und das Dritte ist, dass wir nicht nur werben wollen Graz Marathon, sondern sagen, pack quasi auch deine Shoppingtasche ein, komm nach Graz, genießt die Innenstadt, das kulturelle Angebot, das heißt wirklich mehr als nur Laufen zu transportieren, und damit wollen wir uns von vielen anderen Marathons und Laufveranstaltungen abheben, und das sind eigentlich die 3 großen Ziele, die wir verfolgen. Der Graz-Marathon 2017 wird mit einer neuen Streckenführung ausgerüstet sein, also wir werden mehr in der Innenstadt laufen, es wird wieder 2 Runden geben und wir werden die Engstellen beseitigen, also im Norden und im Süden. Zusätzlich werden wir auch die Startzeiten noch anpassen, somit entlasten wir die Strecke ein bisschen, die Läufer haben wieder mehr Platz und können leichter ihr Tempo laufen. Um die Grazer Innenstadt zu einer Lauferlebnis-City zu verwandeln, braucht es so einiges. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Ja, die Herausforderungen für uns sind jetzt das, alles, was in den letzten Jahren von den Läufern, von den Teilnehmern immer bekrittelt worden ist, dass wir das ausmerzen, so gut als möglich verbessern, für jeden das Beste herausholen von der Strecke, von den Labestationen, einfach das Läuferservice so gut als möglich verbessern. Als Sportlandesrat bin ich sehr froh darüber, dass man also hier in der neuen Konzeption vor allem auch in die Breite geht, dass man viel mehr Augenmerk den Jugendlichen widmet, dass man den Hobbyläufer viel mehr Augenmerk schenkt. Der Graz-Marathon hat jetzt nicht nur eine sportliche Bedeutung, sondern der Graz-Marathon ist jetzt auch schon ein Wirtschaftsfaktor und ein Gesundheitsfaktor für die Stadt Graz. Und da wünsche ich mir, dass die Steirerinnen und Steirer wirklich aktiv an dieser Großveranstaltung teilnehmen. Graz-Marathon 2017. Der Countdown läuft.